Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims 2. Ich habe gesagt, heute kümmern wir uns mal ein bisschen so um Clubs und so. Und zwar verwandeln wir einfach mal diese Grundstücksart hier in ein Gemeinschaftsgrundstück und machen, was machen wir daraus? Universität, Disco, mit Disco, Club mit Pool, Diskothek, es gibt einfach so viel. Club Lounge, machen wir einfach mal so eine Club Lounge. Und dann bauen, kaufen. Und wir brauchen noch einen coolen Namen für den Disco-Ort. Jetzt bauen wir das erste Mal einen coolen. Es kommt erstmal die coolste Disco, wo ihr jemals gesehen habt. Es ist halt auch ein kleines Grundstück, aber egal, das schaffen wir schon. Hier einfach mal so. Da machen wir mal so ein bisschen Toiletten und so. Und dann brauchen wir einen Aufzug. Gibt es hier nochmal Treppen? Aufzüge, ja. Mal so einen Aufzug hier so am Rand. Und dann erster Stock, auch wieder ein Aufzug. Das wird der coolste Club, den ihr jemals gesehen habt. Ja, wir brauchen nochmal einen Aufzug. Okay, ich brauche eine Wand erstmal. Wir können ja nochmal hier so. Also es wird schon ein bisschen so edler. Okay, wir brauchen erstmal einen coolen Boden. Was passt denn zu einem Club? Was sind, das sind meistens Fliesen drin. Hier einfach so ein weißer Fliesenboden. Sieht eh keiner, ist dunkel. Wann geht man auch in einen Club, wenn es hell ist? Also. Hä, warum kann ich denn. Oder brauche ich über den Aufzug auch noch ein paar Fliesen? So. Und jetzt hat ein Aufzug noch ran. Nein, so rum. So. Und jetzt eins höher, da ist der in der Edelclub. Also da ist es echt voll die Prominenz, wo der rumhockt. So mit Außendings. Brauchen auch voll den edlen Boden und so. Nee, Mauerboden ist vielleicht so Stein. Ja, sowas hier. Hier auch. Draußen so schwarzer Stein, weil da ist der Balkon für die Raucher. Ja, ich war noch nie in so einem tollen Club, okay? Und ich bin mir sicher, irgendwo gibt es so einen tollen Club. Und dann ist aber hier gleich so ein der Stopp, da ist dessen Tür steht, der sagt so, nee, da kommst nicht rein. Fangen wir einfach mal gleich von oben an. Aber hier machen wir noch einen Zaun hin, weil ich Angst habe, dass mir diese Deppen runterfallen. Betrunken weiß man nie, was da so abgeht. So ein hoher Zaun, wo so richtig abgeschotten ist. Und so eine fette Eingangstür, so. Was könnte man da machen? Vielleicht einfach sowas hier. Decke zu niedrig. Warum ist denn da die Decke zu niedrig? Hier oben möchte ich dann ein Dach haben übrigens. Nein, so einen hohen. Nein, ich möchte auch da kein. Na, darf ich mein Komplettdach aus? Ich möchte auch alle Dächer entfernen. Habe ich mich so entschieden gerade eben. Da machen wir ein Walmdach hin. Cool. Der richtige Luxusclub. Also ich gehe hin und wieder auch feiern. Heute zum Beispiel, denke ich, ist ein guter Tag, um feiern zu gehen. Aber ich weiß es noch nicht sicher, weil ja, der Club, wo ich hier immer reingehe, der ist halt schon ein bisschen asozial. Hier machen wir so Steine davor, weil wir sind ja hier in der Innenstadt. Und hier sowas hier. Voll Gras.
Ja, dann brauchen wir hier noch so eine Tür. Mittig hier so. Wo, man kann also, machen wir noch so ein Fenster rein, dass man so sieht, so, ey, das, da drin geht's voll ab, aber ich komme halt da nicht rein. Sowas hier. Dass man hier gleich sieht, so, hier sieht man gleich so raus, was draußen so abgeht. Dann brauche ich einmal so Absperrseite. Ja, da brauchen wir einen Türsteher. Kurzes. Nein. Aber ich will ja eigentlich schon... Muss ich so rum? Ich bin mir gerade nicht sicher, in welche Richtung die Absperrung geht. So, und jetzt, wenn ich, glaube ich, Steuerung drücke und dann da drauf. Das war's nicht. Groß und da drauf. Steuerung und Rechtsklick, was auch nicht. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung ging, dass ich das bearbeiten kann. Egal, das bauen wird eh über eine Folge gehen. Und draußen kann man auch grillen und so. Also hier oben kann man einfach so grillen. Richtiger Luxusclub kann man einfach draußen grillen. Also hier kann man so... Finde ich schon cool. Und hier auch noch so Anlage. Ah, da kommen echt nur die coolsten der coolsten hoch. Und einen Pool gibt es natürlich auch hier unten. Richtig cool noch mit so Ausstieg und Sprungbrett. Dass man so weiß, was. Das ist ein richtig cooler Club mit Pool. Wo man einfach im Winter im Pool gehen kann. Hier noch so mit Tattoo am Boden. Ah, da kommen die da rein. So, dann da oben. Kommt, was kann man da so machen? Ja, gehen wir erstmal runter, machen da so die Türen. Da wird fette Tanzfläche hinkommen. Da brauchen wir noch Boden. Toiletten kriegen wir sowas. Und dann brauchen wir hier vielleicht... Na, Holzboden ist scheiße, weil wenn da jemand sein Glas verschüttet, dann ist das, geht das nicht mehr raus. Einfach so schwarze Fliesen. So... Türen. Dann brauchen wir einmal die Männertür und einmal die Frauentür. Und vielleicht sollten wir die Wände noch streichen, das wäre halt auch noch so eine Idee. Weil es kriegt außen einfach sowas, es kriegt aber überall die Farbe, das sieht eh keiner im Dunkeln. Bei uns gibt es einen Club, der tatsächlich in der Helligkeit lila ist. Weiß nur keiner, weil halt da keiner im Hellen drin rumrennt. Ja, dann da unten ist eine fette Eingangstür. Was nehmen wir denn da? Irgendwas, was halt so richtig sagt, hier ist der Club, da wo du rein willst. Das ist halt richtig so Friedhofs-like. Ah, hier Fenster ist halt auch irgendwie scheiße. Nehmen wir das hier. Das sieht halt auch übelst kacke aus. Und davor machen wir da so einen Sperrsaal hin. Nee, da machen wir keinen Sinn. Man kommt nur oben nicht rein, wenn man halt scheiße ist. Was können wir noch machen? So Blumen außenrum so. So Gebüsch, falls da jemand reinkotzen will und so. Das wäre, glaube ich, auch voll klug. Sträucher. Weil das ist ja eigentlich immer so, dass du vom Club immer irgendjemand da so ins Gebüsch kotzen will oder pinkeln will. Weil die Toilette ja so weit entfernt ist. Deswegen machen wir da ein schönes Gebüsch. Hier wunderschöne Gebüsche. Wunderschön. So, da können wir dann noch so einen Teich machen. Cool. Was haben wir dann noch so für Objekte?
Gebäude? Haben wir da irgendwas, was man schon... Oh, so ein Zigeunerwagen einfach mal. Einfach so nebendran. Ich bräuchte mir noch so einen Burgerladen. So richtig Standard. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Die Sims 3. Bis dahin. Tschüss.